Hallo und herzlich willkommen zurück zu Anno 1800. Und ja, weiter hier. Oder hier geht's weiter in unserem traumhaften Inselparadies, wenn da nicht so ein komischer Typ namens Graves rumstreuchen würde. Der macht uns so ein bisschen das Leben schwer, hält uns so ein bisschen auf Trab. Warum ist hier kein Holz? Warum ist hier kein Holz? Eine sehr, sehr gute Frage, auf die ich leider überhaupt keine Ahnung habe. Antwort, nicht Ahnung. Mir ist so ein kleiner Gedanke gekommen. Ich habe mich nämlich selbst so ein bisschen, ja, überrascht gezeigt, dass eine Insel doch so leicht zu erobern ist. Na, schließlich ist es da jetzt nur, das Kontor zu zerstören. Dann kann er sich schon nicht mehr verteidigen. Und wir können hier dann den Rest zusammenschießen. Dann ist mir der Einfall gekommen, ach ja, er könnte ja ein paar Kanonen aufstellen. So, aber warum macht er das nicht? Ehrlich gesagt finde ich das gerade gut. Denn wir brauchen nur noch eine Kanone. Haha, sehr schön. So, na komm, eine Kanone. Na, haben wir schon eine. So, jetzt. Ups. Das heißt, wir werden dich jetzt mal so nochmal auf 100% wieder stellen. Denn wir haben jetzt alles, was wir für ein Linienschiff brauchen. Wenn natürlich erst die eine Kanone abgeladen ist. Was natürlich erst noch gerade ein bisschen dauert, warum auch immer. Da. So, Linienschiff wird gebaut, das werden wir dann gleich in Aktion sehen. Und was ich eigentlich jetzt machen muss, ist, dass ich verhindern möchte, oder verhindern muss, dass er mir, oder dass er hier Kanone hinstellt. Denn wenn er jetzt Kanonen hier hinbaut, dann haben wir ein kleines Problem. Denn dann ist das leider nicht mehr so einfach hier mit einem Linienschiff ein bisschen was extra noch seinen Hafen zu erobern. Also da müssen wir jetzt sehen, wie wir das machen. Angreifen möchte ich aber trotzdem erst hier mit dem Schiff, also wenn wir das Schiff haben. Und bis dahin überprüfen wir nochmal, ob wir überhaupt genug Waren haben. So, Fakt ist, wir haben bis jetzt von allem genug. Sogar die Nähmaschinen gehen hoch. Wir haben jetzt auch einen super Überschuss an Handwerkern. Und den könnte man jetzt eigentlich so langsam mal nutzen. Denn schließlich möchte ich ja auch noch mein tolles Rinderfarm-Layout präsentieren. Ach ja, da fällt mir ein. Das habe ich jetzt in der ganzen Aufregung hier mit meinem Rechner gar nicht mehr bedacht, dass ich ja das Layout-Video machen wollte. Na gut, zugegebenermaßen habe ich auch noch bisher keine Zeit dazu gehabt, weil ich ja auch nicht spielen konnte. Aber dennoch ist das ja geplant und das werde ich auch machen. Ja, und währenddessen reicht hier wieder irgend so ein Arbeiterbeschwerde ein. Die nehmen wir uns natürlich zu Herzen. Naja. Immerhin zur Kenntnis. Zu Herzen ist eine andere Sache. Wobei. Ich meine, wir beuten die auch nicht aus. Also, außer die Kanonengießerei, aber mehr halt auch nicht. Also, ich weiß nicht, woher die so sauer sind. Ich meine, sie sind ja auch glücklich, oder? Ja, 23. Na gut, so sauer sind sie auch nicht. Das muss man mal dazu sagen. Hörte sich jetzt nicht so an. Wir können schon tolle, tolle Zierobjekte bauen hier. Schön so ein Zeitungsstand neben den Schweinehof. Warum auch nicht? Ist bestimmt der meistbesuchte Zeitungsshop auf der Insel. Also, ich sehe gerade, wir können ein nettes Theaterchen bauen, was uns ein bisschen Geld und ein bisschen Zufriedenheit gibt. Für ein Gebäude ist das natürlich immer toll.
Kostet uns 10.000, 30, 40. Gut, dann haben wir wenig Stahlträger. Was brauche ich denn für eine? 8 und 16. Also 16, das sind... Ah, das passt genau. Das ist auch cool. Pass mal auf, dann bauen wir das jetzt. 40, ja, kommt hin. Na gut, außer... Außer hier, Fenster reichen, glaube ich, nicht ganz so. Tja, was machen wir da? Wir bauen es trotzdem. Also, ich wollte ja das eigentlich hier hinten hinbauen, aber... Zeit, um etwas zu testen. Und zwar haben wir doch jetzt genau das schöne Ding hier bekommen. Nee. Das finde ich äußerst schade, dass jetzt dieses Zielobjekt nicht die Reichweite überträgt, weil... So könnte man hier nämlich super das schön in die Mitte hier bauen. Was wir auch trotzdem machen werden. Oder wird das trotzdem... Nö, nee, nee. Das hat leider keinen Einfluss drauf. Und da könnte ich mich sogar schon direkt zu durchringen. Hier mal so ein bisschen... Zack. Etwas ja, schönere Straße hier zu bauen. So, das gibt uns direkt Geld und Zufriedenheit. Damit haben wir hier noch jemanden oder noch eine Bevölkerungsstufe, die jetzt zweistellig ist. Ich glaube, die war vorher nämlich nicht zweistellig. Ach was. So. Du bist nicht feindlich. Ich kann auch... Ne. Das Schiff hier, müssen wir das irgendwie kaputt schießen? Ich weiß es nicht. Gut. Wir müssen ja auch so langsam mal unsere Expedition starten. So, und da mag ich es zum Beispiel lieber, einfach auf die Weltkarte zu gehen. Nein, okay, ich mag es nicht lieber. Vergiss es. Hunting, Faith und Diplomacy. Meine Erfahrung bei den ganzen Missionen ist immer, wenn man mal nicht das hat, was da benötigt wird, kann man auch mal was anderes ruhig mitnehmen, weil man ja immer aussuchen kann, wie man handelt. Und dann hat man ja vielleicht auch die Chance, mal hier ein bisschen mit einer anderen Fähigkeit eben auch was zu erreichen. Gut. Also die Leute hier, na gut, jetzt fehlt ihnen ein bisschen die Kirche. Da können wir bestimmt irgendwann auch nochmal eine hinbauen. Jetzt müssen wir aber erstmal schauen, denn ich wollte eigentlich meine Konserven bauen. Und das werden wir jetzt auch tun. Und zwar beginnen wir... Ja... Wir beginnen mit Paprika. Denn ich muss dann wahrscheinlich gleich mal kurz die Aufnahme unterbrechen, einfach um meinen Layout-Hefter zu holen. Der gerade nicht da ist, wo ich ihn haben will. Nämlich weg. So. Also das sind jetzt zweimal Paprika. Die können dann... Oh, das haben sie auch geändert. 2, also können wir jetzt zweimal 2 Gulaschküchen hier bauen, zumindest versorgen. Das heißt, wir werden auch zweimal, gut, für zweimal brauchen wir jetzt eigentlich nicht das Layout anzufangen. Das brauchen wir später irgendwann. So, soweit gesagt, getan. Fast. Vorher müssen wir noch den hier machen. Und noch einmal bitte. So, können wir hier oben hinbauen. Bisschen weiter weg vom Markthaus. Schade, dass niemanden. Und dann können wir jetzt schon mal hier unsere... Ach nee. Da fehlt uns leider ein bisschen Glas.
Zeit für mich, erstmal wieder zu gucken. 4 Minuten brauchen wir noch. Der Wind steht noch günstig und er hat auch noch keine neue Verteidigungsanlage gebaut. Also wenn man die schwere KI noch schwerer machen möchte, weil jetzt ist sie wirklich noch keine Konkurrenz, wäre halt meine Idee, man sagt ja, die soll einfach sich hier früher verteidigen. Also es reichen ja an sich schon hier 1-2 Stellungen. Dadurch kann man eigentlich gar nicht mehr so einfach die Insel angreifen. Die braucht ja noch nicht immer wirklich Kriegsschiffe. Die muss halt einfach nur hier 2 Verteidigungsanlagen bauen und schon reicht es nicht aus, hier ein Linienschiff. Na gut, vielleicht, das sehen wir gleich. Na gut, sehen wir nicht gleich, aber ja, ihr wisst, was ich meine. Zum Beispiel das hier. Nee, das ist die Kanone, die wir zum Beispiel auch auf dem Konto haben. Wenn davon so 1-2 Stück bauen. Gut, ganz so billig sind die halt nicht. 20, ja, 10 Kanonen pro Stellung. Hm, geht so. So, 3 Minuten noch. Ich kann dich ja, du... Oh, du hast Holz an Bord. Ah ne, Holz haben wir jetzt genug plötzlich. Okay. Aber du kommst schon mal trotzdem hier hin. New orders, Admiral. So, was führst du jetzt im Schilde? You can rely on us. Aha. Nee. Oh, daneben. Haha. Ich hoffe. Ship under attack. Nee, hat getroffen. So ein Mist. Immerhin können wir gleich mit tollem Wind in den Hafen reinfahren. Ich glaube, unser Linienschiff, das ist nicht so schnell. Slow, ja, steht auch direkt schon als erstes Wort in der Beschreibung des Schiffs. Slow. Gut, das glaube ich dann auch mal. Ja, ich glaube, wenn wir... Wir haben halt wirklich eine realistische Chance, das Kultur hier wegzuschießen. Das heißt, wenn wir mal seine Hauptinsel hier kaputt geschossen haben, dann können wir, glaube ich, ziemlich gut mal in die neue Welt aufbrechen. Dann nehme ich dann hier auch meinen Ship of the Line, was, glaube ich, ein bisschen mehr Moral mitbringt als mein süßes kleines Flaggschiff. New orders, Admiral. Steady her course. Halyard, sheets and braces. Oha, der speedet aber rein. Ist ja eine schnelle Beschleunigung. Gut, dann kommen wir wieder her. Das sieht auch gut aus. Und dann brauchen wir noch 1 Minute. Ich bin gerade echt so ein bisschen freue ich mich schon auf das Schiffchen. Einfach um das mal in Aktion dann zu sehen. Also hier haben wir jetzt schon mal unsere erste Gulaschkanone. Ich nenne es jetzt Gulaschkanone. Und dann müssen wir wieder auf Glas warten. Also auf Fenster. Glas ist ja quasi das Zwischenprodukt. Aber wenn wir die haben, dann können wir auch... Oh, die Armschiffe hier. So, jetzt hat die eine Seite geschossen und jetzt könnte er theoretisch... Genau, jetzt schießen die gleichzeitig auf... Das gab es, glaube ich, auch noch nicht so oft im anderen Spiel. Also 14.04 auf keinen Fall. Da kann ein Schiff, auch wenn es zwischen 2 Schiffen ist, nur 1 angreifen. Und jetzt sind wir in 3 Sekunden soweit. Current Process 100%. Da ist das gute Stück. Kommen wir direkt hier hin. Und wir greifen schon mal an. Um jetzt ja zu verhindern. Dass er sich jetzt hier noch schnell einen Turm hinstellt. So, okay. Das müssen wir natürlich da festhalten. Ach, ich sehe gerade, er hat ein Schiff hingebaut. Attention to the Admiral. Du musst mal jetzt ganz schnell wegfahren. Game safe. Oh oh. Na gut, das Schiff ist relativ schnell besiegt.
Aber unseres musste jetzt auch nicht was einstecken. Ich habe jetzt extra auf diese Seite gefahren, damit wir mit dem Wind uns von diesem... von dieser Festung wegbewegen können. So, das drehe ich jetzt um und probiere nochmal was aus. Das ist mir nämlich auch aufgefallen. Man könnte nämlich... Ja, wobei, jetzt sieht's blöd aus für... Leider ist mein Schiff doch nicht so schnell wie ich... Aha, was ist das? Guck mal hier, das halten wir sofort fest. Das kann doch nicht wahr sein. Nee, sorry. Das... Ich wusste gar nicht, dass das geht. Dass man jetzt während... Das finde ich ehrlich gesagt jetzt ein bisschen unfair. Also das, damit habe ich nicht gerechnet, dass man das jetzt doch... So, fertig. Also sowas Blödes. Dass man, wenn man den Hafen belagert, direkt vorm Kontor rumhockt, dass man dann trotzdem noch die Kanonentürme bauen kann. Die konnten ja zum Glück nicht schießen, weil sie eine Minute Trainingszeit, sag ich mal, haben. Und ja. Das ist unser tolles Ship of the Line. Wo ich jetzt schon als Trick herausgefunden habe, sich einfach immer hin und her zu drehen, denn der Attack Speed beträgt 10 Sekunden. Alle 10 Sekunden schießt eine Seite. Catastrophic Explosion. Ja, das hat anscheinend die Kamera erwischt. Da sieht man jetzt nicht so viel. Room Shortage. Oh, das ist nicht gut. Da wollen wir ein bisschen... Nee, komm, lassen wir jetzt. Das gibt... Ja, komm, hau weg den Scheiß. Ja, das ist jetzt natürlich super ärgerlich. Kann das sein, dass dass er die Türme jetzt gebaut hat, weil wir unser Ship of the Line gebaut haben? Dass das quasi so gesagt ist, wenn Spieler Schiff hat, dann... Wie gibt das denn? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall müssen wir uns jetzt das alles ein bisschen was einen anderen Plan einfallen lassen. Jetzt haben wir hier ein teures Schiff rumgammeln. Was wir sonst jetzt auch erstmal auf eine Expedition schicken könnten. Also wir gucken uns das erstmal hier so vorsichtig an. Ist sein Schiff. Ja, Moral ist hier am höchsten. Die Vernon. Oh, wir brauchen Fleisch. Warum war jetzt in der Zeitung rum Knappheit? Ich meine, wir haben ja immer einen Schnaps. Und das hier ist Bier und kein Rum. Aha, und natürlich, Bier geht auf... gibt Bonuspunkte auf Diplomatie. Und Rum ist... Oh, Medizin? Ach nee, das brauchen wir nicht. Das war was anderes. Mehl? Hunting. Oh, oh. Aber es sind auch... Wir brauchen 50 Tonnen an Bord, um 5% mehr Hunting zu bekommen. Also ich glaube, da kaufen wir lieber für ein bisschen Geld was ein als Item. Apropos, das könnten wir mit dir machen. Du kannst dir mal dich ein bisschen um die Shifter kümmern, dass wir mal hier wieder ein bisschen Platz haben. Denn hier haben wir jetzt super Items. Zum Beispiel hier die Händlerin, Merchant, ist Kaufmann, oder? Ich glaube schon. Und die bringt uns zum Beispiel auf Expedition plus 10 Diplomatie. Oh nein. Ach. Mann, ey. Diese beschissenen Kanonen. Boah, hat er jetzt viel. Ja, ja, das wird wohl nichts. Hatte mich schon gefreut. Ach Mann, komme ich gar nicht mehr hier durch. Da müssen wir uns aber echt jetzt mal was einfallen lassen, weil das geht gar nicht. Das muss ich mir jetzt mal anschauen. Boah, na gut, hier oben kämen wir durch, aber das ist ja wirklich... Nö, anscheinend schießt er trotzdem... Ach du Kacke. Hat er denn jetzt hier überall... Ja, er baut jetzt plötzlich hier auf einmal
Hier unten hat er es nicht. Ob ich mir jetzt diese Insel da unten schnappen muss, weiß ich auch nicht. Gut, auf jeden Fall blockiert er hier ziemlich gut den Weg zu der Händlerin. Nein. Oh. Das ist noch schlimmer. Alter. Ich glaube, da war der Quest verantwortlich, oder? Das geht auch hier nicht mit rechten Dingen zu. Na sowas. Können wir denn jetzt wenigstens hier unsere kleine Produktionsstätte bauen? Das können wir. Leider. Na gut. Was heißt leider? Was nicht passt, wird passend gemacht. So. Gut, dann haben wir jetzt hier schon mal eine wahrscheinlich nicht auf 100% laufende Foodproduktion. Das lehnen wir ab. Pass mal auf. Boah, minus 4 ist mir eigentlich zu viel. Ups. Wie hoch können wir? Oh, 10%. Nee. Nee, das lassen wir. So, haben wir hier überhaupt... Doch, Eisen ist voll. Da soll er sich jetzt nicht beschweren. Und hier ist so, dass die traurigen Überbleibsel unseres Versuches, seine Insel zu erobern. Jetzt produziert er auch... Nee, doch nicht. Schade. Wir waren so kurz davor. Wir hätten um ein Haar sein Kontor zerstört. Also das fand ich jetzt echt... Ich weiß nicht. Das Problem ist halt, hätten wir das Kontor jetzt zerstört, hätte er, glaube ich, trotzdem noch Zugriff auf seine Kanonen gehabt. Dann hätten wir unser Ship of the Line verloren. Weil dann die Minute abgelaufen wäre. Tja, da sind wir jetzt entweder wirklich ein paar Minuten zu spät dran gewesen. Oder aber das lag wirklich daran... Es lag wirklich daran, dass wir... Nee, nicht Ü, sondern U. Es lag wirklich daran, dass wir einfach ein Linienschiff gebaut haben. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ja, das fährt langsamer als... Tja, was kann ich schwimmen? Fährt langsamer als ein... Egal. Spare ich mir den Witz mal. Ich glaube, der wäre eh nicht so gut gekommen. Eieieiei. Also, wir haben... Oh. Ja, wie wir sehen sie nichts. Wir müssen uns auf jeden Fall eine neue Insel suchen. Mit ganz, ganz viel Eisen drauf. Wo ich gerne gucken würde, zweimal... Boah, ist aber auch so weit weg. Hier wäre gut. Zweimal Eisen. Aber das Problem ist, da brauchen wir auch wieder die lieben netten Arbeiter. Das heißt, wir müssen okay, ich würde jetzt einfach mal behaupten, man sieht nicht, dass der Schiffe baut, weil die sind jetzt nicht eben hier entstanden, wo ich nicht hingeguckt habe. Also dann sieht man auch nicht, dass er ein Schiff baut. Okay, das ist auch gut zu wissen. Tja, diese Kanonen sind aber auch leider zu ärgerlich, dass die jetzt hier... Boah, das ärgert mich. Wir hätten den echt jetzt gehabt. Naja, gut. So. Also, wie sieht unser Plan aus? Die neue Weltenoption. Die gibt uns aber halt einfach nur Zugriff auf die Produktion von Furcoats und Rum. Viel mehr können wir uns da auch nicht rausholen. Vielleicht noch ein bisschen... Nee, Eisen. Ich weiß gar nicht, ob es da jetzt Eisen gibt.
Hat er denn schon Künstler bestimmt, oder? Nee, tatsächlich nicht. Hatte er denn Künstler? Das weiß ich jetzt leider nicht. Weil dann kann er sich, also... Wie viele, das können wir vielleicht mal gerade gucken. Haben wir... Nee. Ich hätte uns geguckt, ob... Ich glaube, wenn man einmal die benötigte Einwohnerzahl erreicht hat, dann behält man auch die Freigabe, das Schiff zu bauen. Ich glaube, das war so. I hope I'm not too caught up to remember to eat once in a while. So, ich würde vorschlagen, wir holen uns erstmal ein nettes Schiffchen. Das wir dann mal hier auf eine von diesen Inseln setzen. Aber ich schick meine Schiffe ja immer nach Hause. In dem Gedanken, dass sie ja hier repariert werden, aber das ist ja einfach mal überhaupt nicht der Fall. Das vergesse ich nämlich gerne mal. Also ich muss mal ganz kurz meine Waffenproduktion pausieren. Und dann könnte ich... Weil ihr müsst eigentlich ein bisschen was produzieren. Also muss ich wohl oder übel hier so eine stoppen. Ach nee, die brauchen... Nee, dann ist das ja blöd, wenn ich die jetzt anhalte. Dann reicht es, glaube ich, wenn ich einmal diese Waffenschmiede stilllege. Ja. Nette Künstlerhäuser. Und natürlich müssen wir uns irgendwann auch mal hier ranmachen und so ein bisschen hier die Stadt schön gestalten. Aber das, wie ihr seht, ist alles ziemlich teuer hier mit Ziegeln. Also so ein Ding hier. Guck mal, wir könnten hier zwei Reihen plus ein weiteres bauen. Das wird uns zum Beispiel 450 Tonnen Ziegel kosten. Das ist ziemlich teuer. Müssen wir uns überlegen, wie wir das regeln. Also, unser Schiff ist da. Leider noch nicht genügend Stahlträger für unsere Reparatur. Ups, Verzeihung. Leider nicht genügend Stahlträger für unseren Reparaturkram. Aha, da sind wir jetzt Zeuge geworden. Spawnt mittendrin auf dem Strand und fährt einfach raus. So. Erwischt habe ich dich. Drei Kanonen. Heftig. Was hat er? Ach, guck mal. Der hat gar nichts. It's shallow, but some luxury wouldn't hurt. Gut, ihr braucht ja noch... Achso, ihr wollt... kommt ja gar nicht nach Hause. Sekunde mal. Ja, also an sich... Ich glaube, so ein Reparaturkran... Die Schiffe sind jetzt auch schon wieder fast komplett heile. Das darf man nicht vergessen. Würden wir ihn wirklich schwächen, wenn wir das angreifen? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Das ist wirklich jetzt nichts Intelligentes von ihm. Also erstmal würde ich sagen, wir bauen uns mal ein Handelsschiff. Denn mit dem können wir uns eine zweite Insel holen. Und die einzige Insel, die wir aufgedeckt haben, die zwei Eisenminen hat, oder mehr als eine, die liegt hier. Also quasi eine Nachbarinsel. Oder aber wir versuchen uns mal an so einer... Das würden wir, glaube ich, nicht schaffen. Zwei Kanonen. Ich meine, was hat denn, wie viele...
Wo willst du eigentlich gerade hin? Achso, weil du diesen aggressiven Modus hast. Okay. Make sail! Make sail! Das hilft nichts, okay. Gut, aber ich werde trotzdem für den Reparaturkran als nächste Investition. Fehlen uns auch immerhin nur noch 5 Stahlträger. Also wir haben jetzt eben die Möglichkeit, einmal zu sagen, wir bauen unser hier eine Insel. Wir hätten dann auch Hopfen, das ist auch schon mal ziemlich wichtig. Das hätten wir aber hier auch. Hier haben wir aber auch tatsächlich alles, um auch hier theoretisch Künstler ansiedeln zu können. Seht ihr das? Einmal Getreide, einmal Hopfen. Ach nee, Kartoffeln. Na gut, Kartoffeln braucht man nicht, das sind halt Luxuswaren. Die natürlich dann aber Minuszufriedenheit geben. Das ist dann leider so. Jetzt wollte ich gerade irgendwas nachgucken. Nämlich hier, genau. Das ist mir nämlich gerade auch noch eingefallen. Wir können jetzt Kohleminen bauen mit unseren Nähmaschinen. Und eine Kohlemine hat dieselbe Produktionseffizienz, aber fabriziert keine Umweltverschmutzung. Das ist super. Das heißt, wir können jetzt hier eine abreißen. Und da wir sogar 3 Kohleminen haben, können wir auch... wo ist denn die? Hier, die abreißen. Damit haben wir ein bisschen mehr Attraktivität gewonnen. Sind natürlich trotzdem noch nicht ganz so gut dabei. Was sagen unsere Vorräte an Eisen? Die sind unter 0, unter dem Gefrierpunkt. Okay. So, wieso haben wir jetzt keine Arbeiter? Habe ich nicht gerade geguckt. Ach, 10 nur. Okay, wir haben jetzt 80 Arbeiter plus, die wir brauchen. Das hatten wir anscheinend nicht übrig. Problem behoben, Problem behoben. Und jetzt will ich aber auch meinen Kran haben. So. Das Schöne ist, wir können den immer verschieben, wann wir wollen. Also kommt, ach, jetzt braucht er wieder eine Minute. Ich glaub's auch nicht mehr. Gut. Da hat er leider auch wieder eine Kanone hingestellt. Äußerst schade. Okay, 38 Sekunden. Was könnten wir jetzt machen? Wir haben jetzt keine Stahlträger. An sich haben wir jetzt, ja gut, die neue Welt. Wir könnten eigentlich echt einen Waffenstillstand mit ihm machen. Also sollte er ihn uns... Pass mal auf, Treaties, können wir hier Request Ceasefire. Ja, okay. Dann ebenso. Jetzt will ich aber mal hier gerade den Balken sehen. Er ist uns im Militärischen überlegen. Das liegt daran, dass er jetzt eben so viele Verteidigungsanlagen gebaut hat. Hat nichts damit zu tun, dass er jetzt irgendwie marinetechnisch gut dabei ist. Können wir mal einen Blick auf die Karte werfen. Aber es sieht gut aus. Auch programmiertechnisch. Dass er jetzt ein Gunboat gebaut hat und sofort nicht wieder ein neues baut, weil er jetzt wahrscheinlich keine Kanonen mehr hat. Zurzeit natürlich. Und das ist sehr gut zu wissen. So, was haben wir hier? Der will schießen. Keep her constant.
Coordinates plotted. Gut. Was kostet so ein Schoner wie er ihn? Zu hunderten Bau, 20 und 10. Na gut, das ist halt schon extrem billig. Also die kann er halt echt rauskloppen, so viel er Lust drauf hat. Ship constructed. Aber so ein schönes Schiff hat er jetzt natürlich nicht. War ja klar. Was macht er denn hier? Hast du erwartet wahrscheinlich. Also wir brauchen 10 Stahlträger, um ein neues Kontor zu bauen. Oder eine neue Insel zu besiedeln. Das heißt, wir müssen noch den einen Stahlträger abwarten. Können das aber jetzt schon mal trotzdem mitnehmen. Bisschen Holz schadet nie, habe ich gehört. Lehmziegel brauchen wir auch. So, und da ist der Stahlträger. Gut, dann würde ich sagen, ab geht's. Oha. Nee. Ja, ich bin noch selbst ein bisschen am gucken. Ja, hier alles. Ja, ich muss das natürlich auch erstmal alles lernen. Ich habe gehört, so ein bisschen. Ja, das finde ich klasse, dass jetzt die Piraten, die wir jetzt aufgedeckt haben. Ah, nee, das war bei Andersüßart 1. Gut, da habe ich mich kurz in dem Let's Play vertan. Wie stehen wir bei ihr? Warum immer noch 8? Lässt sich hier nicht irgendwas machen? Flatter mit dem Piraten. Na, warum nicht, ne? Gut. Der gewünschte Erfolg blieb leider aus. Schade. Aber gut, was soll man machen? So, hier steht nur eine Kanone. Ich möchte eigentlich jetzt irgendwas angreifen. So, diese ganze Zeit diese Schoner hier zu versenken, habe ich jetzt langsam auch keine Lust mehr drauf. Die kommen eh dauernd nach. Gut, aber ich wüsste jetzt auch nicht, was wir angreifen sollen. Wir bräuchten hier auf wenigstens noch ein zusätzliches Linienschiff, um mal hier ernsthaft... Der hat immerhin 3, also 4-mal diese, wie heißt die eigentlich? Ja, ein Kanonenturm. Und diese Pickel... Oh, da haben wir jetzt ein Gunboat. Das müssen wir sofort zerstören. Das müssen wir sofort versenken. Denn das darf nicht weit kommen. Sonst ist vielleicht sogar noch unser super Schiff hier in Gefahr. Und das wollen wir natürlich nicht. So, aber natürlich vielleicht nochmal vorher auf dem Weg ein bisschen mithelfen. Was machst du hier? Ach, das ist... Prepare to fire. Ja. Fleet moving in convoy. Das müsste es eigentlich versenken. Sehr schön. Hatte wieder Waren geladen. Das Schiff, ja. Ich will da jetzt natürlich auch nicht in den Hafen rein. Um das Schiff zu versenken. Also müssen wir es so ein bisschen machen, dass wir nicht... Zu weit weg, aber auch nicht hier im Radius von den ganzen Verteidigungsanlagen stehen. Aber ich glaube, das kriegen wir schon irgendwie hin. So, was hat er hier Schönes? Auch 2-mal ein Kanonenboot. Boah, das tut weh. Auf dem Schiff wollte ich jetzt eigentlich nicht sein. Oder würde ich nicht sein wollen. Stations. Ups, Kamera ein bisschen verdreht. Fleet on the move. Ich glaube, hier ist ganz okay. Ja, ganz knapp. Fleet on the moon. They are hungry. I rubbed their noses in your set. Gut, also wir können unseren Trading Post bauen. Der wird gebaut. Ich glaube, unseren Graves wird es natürlich wieder hier... der wird es nicht gut finden. Aber was soll man machen? Das Leben ist kein Wunschkonzert. Und schon gar nicht, wenn man... Graves heißt. So. Also, wir bauen hier... Ja, komm. Die Stadt soll jetzt eh nicht so groß werden.
Bedeutet also, wir können... Ship under attack. Oh oh. Nein, das... Ja... Das sieht gar nicht gut aus. Alter! Oh Mann, weil ich diesen beschissenen Angriffsmodus hier drin hatte. Ja gut, das ist futsch, ja. Ach, verdammt. Da habe ich nicht aufgepasst. Und ja, eine Tonne Kanone. Ja, was machst du denn jetzt hier? Fang du nicht auch noch so an? Sag mal. Ja, 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 ja. Natürlich haben wir jetzt wieder Gegenwind. Das ist so ein bisschen ärgerlich gerade, dass wir jetzt mit vollem Wind reinsegeln. Und ich zu spät sehe und er jetzt mit Schildkrötentempo wieder rausfährt aus dem Radius. Tja, was machen wir jetzt? Können wir nicht viel machen. So. Gut. Sag mir jetzt nicht, dass du wieder... Okay. Das repariert sich immerhin von selber. Also nicht ganz so schlimm. Achso, das ist schon verbunden. Sehr gut. Gut, das heißt, wir bekommen hier unsere zweite Insel. Mit 47 Überschuss an Arbeitern. Wo ich jetzt erst auch erstmal Holzfäller bauen muss, bevor wir jetzt hier irgendwas Neues anfangen. Also einmal das, dann die Sägemühle. Ich glaube, zwei Produktionen reichen, vor allem weil wir hier eh nicht so viel bauen werden. So. Sehr schön. Ja, hat uns der Kollege erstmal zwei Fregatten versenkt. Insgesamt natürlich jetzt. Du fährst jetzt erstmal hier zurück. Schon mal auf Nummer sicher. Und ja, ich würde dann sagen... Yay. Haben wir hier unten den nächsten Stadtstatus erreicht. Gut. Damit soll es jetzt aber auch erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch natürlich wie immer fürs Zusehen. Extrem ärgerlich. Ich hätte zu gern jetzt hier mal sein Kontor zusammengeschossen. Boah, wir waren echt kurz davor. Wir waren echt kurz davor. Aber dann hat er hier seine... 4 Kanonen hingestellt. Naja, gut. Also, trotzdem vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Für Tipps, wie wir da jetzt am besten vorgehen. Ja, immer gerne in die Kommentare damit. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.